glaube, wer mich kennt, mir braucht man, glaube ich, nie für ein Unentschieden gratulieren, weil wir immer gewinnen wollen. Also ich will immer gewinnen und meines Erachtens haben wir es heute nicht wirklich gut gemacht. Zur Meisterschaft braucht man uns auch nicht gratulieren, weil es ist immer nur noch ein Punkt Abstand. Klar spielt dieses Unentschieden ein bisschen uns in die Karten, aber wenn man das Spiel gesehen hat, weiß man ganz genau, dass die nächsten Spiele erst die schweren Spiele werden. Ja, also dieses Unentschieden jetzt gegen Tasmania, sich danach in den Spielen so zu motivieren, du siehst ja selber, was hier gerade los ist, die denken, es ist vorbei, es ist aber gar nichts vorbei. Also du hast gerade einfach nur einen Punkt geholt gegen Tasmania und das war's. Mehr war das nicht. Ich habe vor dem Spiel gesagt, ich hoffe, Tasmania bekommt keine rote Karte. Genau das waren meine Worte. Und als Tasmania dann diese rote Karte bekommen hat, war mir klar, dass es jetzt schwierig wird. Ich habe Tasmania in den ersten 7-8 Minuten sogar in einem situativen Pressing gesehen, was sie sonst nicht so gespielt haben. Und das hätte uns sehr in die Karten gespielt. Ich habe mich da echt gefreut, weil sich dadurch Räume für uns öffnen, wenn wir den Ball erobern und uns dann durchkombinieren. Mit der roten Karte haben sie sich dann hinten reingestellt, standen mit 10 Mann hinterm Ball und dann ist es extrem schwierig, wenn du dann noch Spieler hast in der Mannschaft, die das können, die alle die Erfahrung haben und in der Defensive gut stehen. Alles Hühn bei Tasmania, im Gegensatz zu unseren Spielern, alle einen Kopf kleiner. Aber deswegen haben wir uns halt so schwer getan. Zweite Halbzeit haben wir dann ein bisschen umgestellt, haben versucht mehr über die Außen zu kommen. Und das haben wir auch geschafft und was wir auch natürlich auch geschafft haben, war, dass wir uns dann wenigstens einmal durchkombinieren, beziehungsweise ein paar Mal haben wir uns durchkombiniert. Ich weiß nicht, ob das ein Elfmeter an Felix Polster war, wo er frei durch ist und allein vom Torwart steht, weiß ich nicht. Sah ein bisschen komisch aus, aber wir haben es jedenfalls geschafft, uns dann am Strafraum auch mal durchzukombinieren und haben den Abschluss gesucht und haben, denke ich mal, am Ende auch verdient das 2:2 noch gemacht. Na klar, die tut extrem weh, wenn du über die ganze Saison einen Spieler in deinen Reihen hast, deinen Kapitän, der die meisten Tore der Liga geschossen hat, der in der Offensive die Fäden zieht und dann in so einem Pflichtspiel, in so einem Spitzenspiel plötzlich in der 10. Minute runter muss. Das verkraftet kein Trainer, das verkraftet keine Mannschaft, ja, und am wenigsten verkraftet das, glaube ich, Sanin Cedic, der sich sicherlich am meisten darüber geärgert hat. Dafür kann er nichts, dafür kann keiner was, aber es ist natürlich ein kleiner Bruch da gewesen, man hat das gemerkt einfach, weil vieles auch über ihn läuft. Wir haben auch viele Spiele ohne ihn gewonnen, aber trotz allem in so einem Spiel, gerade dann in Überzahl, brauchst du einen Sanin Cedic, das ist ganz einfach. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen, aber am Ende war es halt so verdient. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.